Oh, Saruman. Und ihr Blockformation, ihr kommt mit. Genau, aber bitte nicht so schnell wie Schnecken. Eher wie ein Gepard. Da, da kommen noch mehr. Die haben auch unendlich viele Truppen irgendwie. Und Ressourcen und alles. Ja, Lurz ist da. Ja, Lurz kann direkt einmal auf Lurz Verkrüppeln anwenden. Was war das? Hm, ich habe nur gerade gemerkt, dass unsere Uruks, die gerade frisch rausgekommen sind, nur 3 Stück oder so waren. Da wurden die wahrscheinlich gerade angegriffen von dem Nazgul oder Adler oder was es auch immer war. Hat sich, glaube ich, ein bisschen nach Nazgul angehört. Na gut, Mordor-Gegner haben wir ja. Um die kümmern sich die Türme. Nein, jetzt haben wir auch noch Saruman. Das darf Lurz mal machen. Und ihr auch. Und unser Saruman braucht natürlich noch ein Weilchen. Stunde oder so. Blockformation. Also langsam werde ich ein bisschen überfordert. Der Gegner ist doch ziemlich präsent hier. Aber naja, wir geben natürlich unser Bestes. Einmal verkrüppeln. Haha. Naja, gut. Ja. Noch mehr Uruks kommen aus den Gruben. Ich glaube, wir können hier die Sammelpunkte auch gleich mal dahin verlegen. Und Blockformationen. Es kommt wieder eine Welle von denen. Meine Güte. Was haben die denn da eigentlich? 2 Urogruben, Brustkammer. Super. Also hier einmal Dinge rein ist natürlich eine schöne Sache. Schlangenzunge heißt es. Yeah. Wow. Wollte ich sagen, yay, weil jetzt alles rot ist, aber so viel ist es ja gar nicht. Jetzt darf Saruman hier erstmal aufräumen. Der kleine Zauberer. Hier. Blockformation. Wie, wo, was? Naja, gut, solange es keine Belagerungseinheiten sind. Warum greifen die nicht da unten an den Nachbarn? Wer das auch immer ist. Das wäre doch viel praktischer für uns. Als wenn jetzt hier unsere Truppen, ihre Truppen an unseren Türmen verschwenden. Jetzt sagen wir natürlich gleich wieder kaputt. Weil der alte Mann immer so schnell drauf geht. Wow. Sag ich doch. Balrog. So, Mr. Isengard. Überraschung. Das wird dann Spaß. Yay. Einmal rein geflogen. An dir alle mitkommen. Feuer spucken. Bitte auch die Zitadelle treffen. Gut. Sehr schön. Nochmal angreifen, Balrog. Weiter. Du gehst auf die Urogrube. Und wir können uns geschwind den Palantir kaufen.
Jetzt hier weiter. Jetzt geht's ab. Jetzt haben wir den Balrog endlich. Jetzt können die sich hier mal aber sowas von warm anziehen, dass die im Sommer einen Hitzeschlag kriegen. Wenn der Raum auf 0 Grad gekühlt ist. Also das ist schon ziemlich warm. Feuerspucken. Junge, Feuerspucken. Na also. Da noch irgendwas kaputt machen vielleicht. Haben wir noch irgendwas hier zu tun? Nein, nicht sonderlich. Bis auf hier die zum Beispiel auf... da den Turm. Einfach alle auf den Turm, bitte. Ja, du gehst in Nahkampf, dann geht das ein bisschen schneller. Die könnten wir in Blockformation packen. Ja, Blutbad. Ich will es so schnell wie möglich kaputt haben. Gut, dann sammelt euch hier. Isengard ist weg. Das ist vortrefflich und das Lager bauen wir gleich. Yeah, okay. Unsere Türme machen das eigentlich. Dann müssen wir die Truppen jetzt nicht hinschicken. So, wir brauchen einen Schmelzöfen. Oder einen Schmelzofen, glaube ich. Oder? 30, 40, genau. Haben wir den höchsten Bonus. Und Urgrube, Wargrube, Rüstkammer, Turm, Turm, Turm. Mann, die trifft man nie. Turm. Da kann man keinen Turm bauen, genau. Turm, Turm, Orux. So, dann dürft ihr mal ein bisschen kämpfen. Nazgul, ich wusste es. Gut, wo gehen wir denn jetzt hin? Das ist mit Sicherheit eine gute Frage. Wir könnten uns einmal hier so sammeln und Sägewerke bauen. Vielleicht nicht unbedingt mit den Uruks. Die Armbrustschützen. Wo ist das? Hier. Ja gut, die sind schnell weg. Okay, alles klar. Sägewerk. Und die anderen holen wir dann auch gleich. Oh, Industrie natürlich. Nicht vergessen. Die Rohstoffe brauchen wir ja. So, Leute, weiter geht's. Forschen und neue Skills kaufen. Verwüstung. Ja, wir haben auch sehr viele Bäume hier überall rumstehen. Vorposten. Die können wir kaputt hauen. Ihr geht alle in die Blockformation. Saruman darf geschwind Schlangenzunge anwenden. Gut. Und ja, das sind gerufene Elben. Und um den kann sich ein Trupp Bogenschützen kümmern und ihr euch um die, oder Armbrustschützen werden es ja wahrscheinlich eher. Kann man sonst noch was machen? Da werden Truppen ausgebildet. Hier auch. Okay, du gehst Blutbad-Modus. Ach komm, hau die weg. Elben nerven. Auch wenn die gleich eh abhauen, weil die Zeit weg ist. Ja, ja, heul nicht rum wie ein kleines Mädchen. Das ist mir vorbehalten, wenn ich wieder mal verlieren sollte oder so. Wir können genau schwere Rüstung und sowas. Ja, unser Lager ist nicht wirklich bedroht, wenn die immer nur eine Horde Orks hinschicken. Es lebe die Weiße Hand. Überlass den da mir.
Aber der Vorposten nehmen wir natürlich mit. Niemand kann uns trotzen. Ja, gut, das machen die schon. Vorposten. Verfluchtes Land können wir gleich holen. Und Balrog einsetzen, das ist natürlich schön. Ja, das, solange es gerade aufbaut, machen wir das mal so. Ein Schlachthaus, eine Urugrube und eine Festung. Sammeln und wir überlegen mal, wo wir denn, obwohl hier können die gerade mal zu dem Vorposten von Gondor hin. Ich würde sagen, wir schicken den Balrog auf Rohan. Sehr schön. Das war natürlich lustig mit den Türmen. Ich hoffe, wir schaffen die alle dann auch mitzunehmen. Aber naja, das werden wir noch sehen. Das ist natürlich schön, wenn die alle auf Rang 1 noch sind und dann direkt mit dem Feuerspucken weg sind. Gimli macht natürlich ein bisschen Schaden beim Balrog. Ihr Leute, kreist mal bitte an. Ja, schön. Mann, das ist halt die Sache mit dem einen Befehl, die ich vorhin angesprochen habe. Ja, er verschwindet nicht, du verschwindest und dann ist er auch weg. Das passt dann schon für uns beide. Ja, machen wir einfach hier Feuerspucken. Ah, der Turm da hinten. Ja, schafft er das? Bitte, 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 dann ist Rohan weg, hoffe ich. Sehr schön. Zieht euch mal zurück. Sehr gut. Oh, diese verdammten Ents, ey. Saruman vom Gegner. Oh, Balrog vom Gegner. Ich denke, wir können hier einmal das und hier so und dann passt das schon irgendwie. Ja, Leute. Versucht irgendwie euch zu verteidigen. Wo haben wir denn noch Gegner? Aha. Gucken wir einfach mal geschwind hier. Wir spielen nur noch gegen 2. Ah ja, okay, das ist einmal hier Isengard. Und wo sind die neuen Wahlkreiter hier? Die könnten hier das Lager holen und da unten dann auch. Das ist dann nur noch hier Isengard und auf der anderen Seite Mordor. Wenn ich mich recht erinnere. Unsere Truppenbestände sind natürlich auch grandios im Moment. So, hier ein Lager. Und ja, gut, das können wir uns nachher holen. Hier ein Lager, bitte. Ja, heul nicht rum. Dann machen wir auch noch was hin. Oh. Los, Wargreiter. Ja, schafft das. Ja, das Zeug holen wir uns später. Und wir machen die einfach mit dem Balrog. Ganz gechillt. Und bauen hier erstmal alles auf. Dass der Gegner sich das Zeug nicht holt. Ist natürlich auch gut für die Rohstoffproduktion und Truppenproduktion und das ganze andere Zeug. Hat eigentlich nur Vorteile, oder fast nur Vorteile für uns, wenn wir uns das Zeug da bauen. Ja, ja, ja. Ich könnte hier mal geschwind auf die bescheuerten Ballisten da gehen. Block. Block. Wie sieht denn das mit Truppenproduktion aus? Ist nicht mehr so viel, oder? Oh. Das ist natürlich lustig. Ja. Oder hat es auch Mali für den Gegner?
Alle guten Einheiten verlieren alle Führerschaftsboni. Helden sind immun. Bösen Einheiten bis 40 Rüstung. Das zählt aber auch für gegnerische böse Einheiten dann wahrscheinlich. Also, ja, eigentlich schon. Was würde das ja sagen? Alle gegnerischen Einheiten oder so verlieren das Zeug. Und das ist ja nicht der Fall. Ach, der ist auch da. Das ist unsere Zitadelle. Ach, guck mal. Vielleicht kann man Balrog benutzen. Hol dir mal ein bisschen Erfahrung, Saruman. Lurz? Verkrüppeln auf Lurz. Weg. Da angreifen. Ja, nein, wird's nicht. Alles nur eine Frage der Zeit. Wir haben uns da gerade Truppen ausgebildet. Wo sind denn die alle hin? Naja, ach. Hier war wohl ein Balrog unterwegs. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch so wenig Rohstoffe. Die Zitadelle ist irgendwie ein bisschen klein. Zu mir, meine Diener. Du bist schwach. Komm zu mir, meine Diener. So. Machen wir einfach mal drei Festungen. Palantir und eine kleine Überraschung für den Gegner in Form eines Balrogs. Springen da mal rein. Und Feuer spucken. Nice. Das wird den Gegner um einiges zurückwerfen. Hier kriegt er Dings. Kriegsgesang. Und hier geht's weiter auf die Gebäude. Können wir hier einmal ein paar Bäume fällen? Naja, gut. Ist ja Naharad in der Wüste. Da ist es ja nicht selbstverständlich, dass da überall Bäume rumstehen. So, die Rohstoffproduktion des Gegners abreißen. Feuer spucken. Hoffentlich trifft es auch die Türme. Naja, gut. Einen wenigstens. Nein, auf den Turm, nicht auf die Ballista. Nice. Und vielleicht noch anzünden auf die Ballista. Ja, passt schon. Okay, dann Leute, angreifen. Genau, kommt schon. Ja, jetzt heulen nicht rum. Das passt doch alles. Wo denn? Wo ist die Zitadelle gefallen? Ich sehe da keine Zitadelle, die gefallen ist. Außer vielleicht beim Gegner. Dann war wahrscheinlich ein Balrog oder so unterwegs, wer weiß. Nein, Leute, kümmert euch hier drum. Och. Industrie. Truppen bauen. Und wir brauchen noch eine Menge an Rohstoffen. Alles eine Frage des Balrogs sozusagen. Na, Armbrustschützen auch noch. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das auf jeden Fall schaffen werden. Keine Frage. Ja, dann könnte man hier runterkommen. Tja, schießt die Rohstoffvorräte des Gegners weg, das ist in Ordnung. Nein! Ich dachte, weil die so komisch stehen, sind die nicht gewechselt, aber alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Hier bauen wir Truppen nach.
Rang 1, Rang 1, ja, okay. Leute, greift an. Armbrustschützen auf Gebäude ist, glaube ich, auch nicht so eine gute Idee. Aber alles machbar. Ja, Leute, angreifen. Und Lots ausbilden. Und oben prügelt sich Isengard mit Mordor. Das sind die auch vortrefflich. Nur unsere Truppen laufen direkt durch den Kampf und werden dementsprechend auch umgemetzelt. Tja, die KI halt, ne?